So, willkommen zurück bei einer neuen Folge Assassin's Creed 3. Wir sind jetzt hier der Indianer, Teenager, möchte ich mal sagen. Federn und Bäume ist die Sequenz 4. Wir gucken mal eben auf die Karte. Connor, genau. Connor sind wir. So heißt der gute Mann. Feder. Kann man sich hier noch Aussichtspunkte setzen? Ich weiß jetzt gar nicht, im Prinzip hier haben wir es ja jetzt versaut, ne? Mit den Seiten von dem Links und so weiter, ne? Eventuell müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht doch nochmal nach Boston reinkommen und da weitermachen können. Jetzt werde ich allerdings erstmal hier den ersten Aussichtspunkt erklimmen. Ich werde jetzt hier noch nicht direkt die Mission starten. Weil... Ich dachte, du sagst, wir kämen zu spät. Ja, ja, ist schon klar. Wir können ja auch gleich dahin gehen. Wow. Das war mal ein Sprung. Aber ich will jetzt erst hier runter, ehrlich gesagt. Beziehungsweise ich will jetzt erst hier den ersten Punkt mal erforschen. Und synchronisieren. Ja, der hat auf jeden Fall... Sagen, klettert der jetzt hier den Baum hoch? Ne, macht er noch nicht. Okay. Mal eben hier lang flitzen. Ich bin ja mal gespannt, inwieweit wir den alten Leuten nochmal wieder über den Weg laufen und ob wir auch vielleicht sogar unserem alten Herrn über den Weg laufen. Das wäre ja... Würde erstmal sagen, nein. Gucken, ob wir überhaupt hochkommen, wa? Sieht nämlich jetzt gerade irgendwie nicht so aus. Oh shit. Boah, das war aber fies. Jeder andere hätte sich dabei ein Bein gebrochen. Feder. Die Federn in den der Kanjin-Region finden oder so. Kommen wir ja hier irgendwie irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, nö. Wir müssen hier. Wow. Ist noch eine Feder? Das mit den Bäumen ist ja jetzt richtig geil gemacht. Zweite Feder. Hier ist das Dorf, neu aufgebautes Dorf. Ich glaube, das können wir erstmal knicken mit dem Aussichtspunkt. Hier ist noch eine Feder. Gucken, ob wir da hinkommen. 400 Meter. Boah, der nimmt aber auch jeden Ast jetzt. Also in dem Punkt ist der schon hartnäckiger als sein alter Herr. Auf jeden Fall, der alte Herr ist direkt vom Baum gefallen und er, okay, den hat er jetzt nicht genommen. Das wäre ein bisschen sehr hart gewesen. Gucken, ob wir da hinten lang kommen. Nein, das war nix. Wir sind hier in der Naturbursche. Kennt ja nix. Flitzt hier durch die Natur durch. Und ich bin mal gespannt, was das mit der Höhle noch gibt, ob das irgendwie noch aufgeklärt wird. Inwieweit da die Höhle noch interessant wird für uns. Oder besser für die Charaktere. Das entwickelt sich ja jetzt alles so langsam. Das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Ich glaube, wir sollen hier noch nicht lang. Kann das sein? Irgendwie kommt mir das so vor, als würde das Spiel uns zwingen, die Mission zu machen. Synchronisation steht bevor. Ja. Ich fürchte, wir müssen die Mission erstmal machen. Wir dürfen anscheinend noch nicht wirklich tun, was wir wollen. Okay. Dann machen wir halt die Hauptmission. Du bist mir doch nicht mehr böse, oder? Weiß ich noch nicht.
Komm, wir haben zu tun. Die Stammesmutter hat uns gebeten, Material für heute Nacht zu besorgen. Wir fangen mit den Federn an. Zwei haben wir ja schon. Von da oben könnten wir das Gebiet nach einem Vogelnest abwarten. Mhm. Nur RT halten, um sicher durch die Bäume zu laufen. Okay, wir müssen da hoch. Was ist jetzt hier mehr? Siehst du? Gar nicht so schlimm. Kann ich jetzt wieder runter? Schon, richtig. Halt! Drücken Sie in einem V-förmigen Baum A, um nach oben zu klettern. Mhm. Oh ja. Kann man sich nicht verfolgen? Doch, kann man. Suche nach Punkten wie diesem hier. Klettern die sowas von stumpf dann die Bäume hoch? Die kennen die nix. Besser? Das ist schön. Ja, guck. Das ist hier die Frage, ne? Bis zum Frühling werden zwei Dutzend Männer hier leben. Bis zum Herbst zwei Dutzend mehr. Sie werden in Wäldern jagen. Sie werden auch hier so langsam weniger als einem Jahr. Werden es 100 sein. Nach und nach werden sie uns verschlucken. Sie sind noch weit entfernt. Ja, aber sie sind näher als früher. Wir müssen etwas unternehmen. Doch keiner tut etwas. Wenn wir nicht handeln, wenn wir nicht kämpfen, wird es wieder passieren. Hm. Genug davon. Ich dachte, du wolltest mir das Klettern beibringen. Gut. Da, ein alter Haus. Die Federn sind besser als die anderen. Aber wir sollen doch das Tal nicht verlassen. Das brauchst du niemand zu wissen, oder? Und da ich dir etwas beibringen soll, lass uns mal sehen, ob wir es schaffen, ohne den Boden zu berühren. Gute Idee. Eine schlechte Idee. Ja. Nur er erhalten, um sicher durch die Bäume zu laufen. Platsch! Also das kriegt er schon richtig geil hin. Der Rhythmus wird dir schneller vorkommen, so ist es immer. Ja, da hat er recht. Leck mich am Arsch, wie geil der da rüberspringt. Immer hart. Langsamer. Du bist zu langsam, mein Freund. Folge mir einfach. Alter. Können wir anhalten und eine Pause machen? Nein, scheiße! Fuck. Lol, er fällt auch runter, war ja klar. Oh, lol. Alter, für Nummer, bleib doch mal hier. Danke. Dafür. Werde den Boden noch Wasserflächen berühren. Ja. Toll, das hat ja super geklappt. Und jetzt wieder hoch. Gehst du? Ja, das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Alter, wieso geht der denn da nicht hoch? Sollst du hoch? Da. Ja, geht doch. Und jetzt da. Und jetzt da. Jetzt müssen wir hier einmal rum. Oder so. Jawollo. Und dann müssen wir hier rein. Zack. Jetzt klettern wir. Ja, dann klettert mal. Das ist so hoch. Die kannst du hoffen, dich zu verbessern, wenn du nicht an deine Grenzen gehst. Ja, das stimmt. Und was passiert, wenn ich stürze und sterbe? Tja, dann ist es vorbei, ne? Es muss noch andere Nester in der Nähe geben. Suche danach. Genau, hör auf zu meckern. Geh Nester suchen. Ich nehme das Nest. So.
nicht so geklappt. Ah, das geht aber trotzdem ganz gut. Der geht hier rüber, ey, wie so ein... Das ist echt der Hammer. Was haben die so krass hingekriegt? Also der kann auf jeden Fall klettern, der Mann. Oder der Junge. Gucken wir mal, ob wir an das Ding rankommen. Jetzt aber echt hoch. Was soll denn dieses komische Fragezeichen? Solange jetzt hier kein Adler rankommt, haben wir eigentlich gute Karten, ne? Lol. Oh. Gerade vom Adler gesprochen, ne? Was denn? Da habe ich extra gemacht. Genau. Ich konnte nicht alle Liste erreichen. Ich warte hier. Es sei denn, die haben genug. Ich warte da drüben auf dich. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Weitere Folge Vogelfedern finden. 2 von 3. Ja, muss man noch ein bisschen was. Das ist richtig schön gemacht hier mit den Indianern. Das haben die richtig schön gemacht. Auf jeden Fall, das gefällt mir richtig gut. Ab in die Bäume! Zack! Zack! Wie so ein Kletteräffchen, ne? Voll geil. Komm rüber da. Ey, die jeden Ast, den du siehst, kannst du erklimmen. Jeden. Voll geil. Also fast, also so richtig jeden eigentlich. Hammer. Scheiße, wofür kletter ich hier hoch? Hä? Wofür kletter ich hier hoch? Verdammt. Oh lol, nee, wir wollen ja eigentlich noch Federn finden, ne? Oh Menno, wofür kletter ich denn hier hoch? Wir hören mal wieder hoch. Haben wir überhaupt Waffen? Das ist Tomahawk. Lol, was er mit dem Teil macht. Geil. Krass. Oh ja, Baby. Das wird richtig geil, glaube ich. Das ist noch heftiger wieder als mit dem Helm. Sieht fast so aus, ne? Wenn man sich das so anguckt. Schwingen steht zwar A, macht es aber auch auf RT, also da kann man noch nicht entscheiden. Wir brauchen. Da hängt er irgendwie gerade dazwischen. Da ist doch noch eine Feder. Da. Ah, guck mal, da kommen wir sogar so hoch. Klatsch. Jawohl. So, jetzt haben wir die Federn gefunden. Jetzt können wir eigentlich wieder zurück. Oh, wow, oh, oh, das war aber eng. Hammerhart, wie der springt. Geile Scheiße. Es ist Zeit zu gehen. Ja, ja. Deshalb bin ich hier. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ja, ist ganz schön. Nein, wir müssen noch Fell und Fleisch besorgen. Genau. Es wird Zeit zu jagen. Ja, ich war noch nie ein guter Jäger. Und sag nicht erst länger daran, dass es dich fett bin. Mir ist dir bei, es gibt einen Ort nahe beim Dorf, wo es viel Wild gibt. Dort werden wir hingehen. Okay? Der Schuss muss schnell sein, der Treffer sauber. Dieser Hase ist ein Geschenk. Wir müssen die
Der Nordunegiger, der haumt daneger. Ohne Tier, der Blüte wurde der lieber Natur mit Goniaska unserer gegessen. Oh eigenen jeder. erwidern. Das kriegen wir hin. Dann wollen wir noch mal gucken. Das erste Mal jagen. Sehr geil. Zum kleinen Bogen. Einen Hasen müssen wir jagen. Dann schauen wir doch mal. Da ist einer. Da ist einer. Nein, so. Nimmst du. Fans, jawollo. Hier ist die Zeit beim Ziehen. Ein Fehlschiff wird deine Beute aufschütteln und jagt beenden. Und er zieht direkt durch, geil. Ein perfekter Schuss. Und jetzt zum Häuten. Schnelle Schnitte, fest und sicher. Wir wollen nicht nur das Fleisch, sondern auch das Fell. Ja, da Oaru guckt, hat dieser Dosenzone. Lässt die Vernehmung kommen. So, Gerardo, ohne sie uns zu sagen, wir müssen wieder einen Ort finden, wo wir Tiere sammeln können. Ein Bau, ein Futter. Hier ist mal Garde, die da was kann hupa. Die kann nicht die Rata. Seza Knee, ein Wasserloch, was soll ich, die Unwaschtod und die Bewanne. Er bringt jetzt richtig das Jagen bei. Geil, geil. Da sind Spuren. Da war ein Hase. Siehst du, hier war vor kurzem ein Hase. Gerade noch gesehen, den Hasen. Halte und fälle und rette. Hä? Geräte. Kann ich in der Falle stellen? Oh ja, cool. Halte, um die Autostelle anzubringen. Legen wir noch eine weiter. Schlingfallen sind Fallen, die ihre Opfer bewegungsfähig machen und so weiter und so weiter. Manchmal bringen deine Schlinge dort an. So? Gut gemacht, lass uns noch größere Mühe suchen, während wir warten. Ah, jetzt werden die Fallen auch auf dem Radarpaket einen Hirsch in der Umgebung aufspüren. Ah, gucken wir mal. Bestimmte Orte eignen sich besonders, um Tiere zu finden. Untersuchen Sie Hinweise, um den Aufenthaltsort eines Tieres herauszufinden. Habe ich jetzt einfach mal da rein interpretiert, weil ich wieder nicht so schnell lesen konnte. Also einen Hauch länger die ganzen Teile wäre ja nicht schlecht gewesen. Aber wie geil ist das denn bitte, dass wir jetzt hier mit dem Indianer Connor jagen gehen? Ist ja richtig gut. Die macht ja auch schon Lizenz, aber... Wir sind bestimmt der bessere Jäger. Tiere können sich erweitern, wenn sie von ihnen vernichten. Nein, Pfeile und Musketenschüsse ruinieren das Feld. Schauen wir mal, ob wir den hinkriegen. Wir müssen von hinten kommen. Da muss der Hut aus der Augen. Wir können den Köder am Schiff ablocken. Wählen Sie den Köder aus. Köder. Köder. Ich kann da aber eigentlich auch. Tiere werden von Ködern angelockt und werden sich ihnen nähern. Schauen wir mal. Oh ja. Dammit! Ich muss es noch einmal versuchen. Ein neues.
Hier, hier ist es zurück. Versuchen wir das mal direkt. Ohne zu ködern. Muss da eigentlich auch gehen, oder? Wenn wir uns da anschleichen. Ne, der heizt direkt ein. Ja, doch, wir müssen doch ködern. Okay. Oh shit. Ich glaube, der hat uns direkt gesehen. Ja. Scheiße. Okay, probieren wir es nochmal. Einen neuen Jagdversuch unternehmen. Hm, haben wir vor. In der Hoffnung. Das gibt's doch nicht. Das ist aber jetzt fies. Was wohl passiert, wenn wir keine Köder mehr haben? Lol, der kommt angelaufen und rennt direkt wieder weg. Oh Mann, ey. Gibt's ja nach, gibt's ja gar nicht. Oh, der hat uns schon wieder gesehen. Mann! Ich werd wahnsinnig. Jawollo. Wir sollten die Schlingen überprüfen. Zu den Fallen zurückkehren und den Fang einsammeln. Mhm. Wir sind ja auf dem... Wir haben Hirschfleisch erhalten, Hirschmark haben wir erhalten, einen Hirschschwanz haben wir erhalten und ein Hirschherz haben wir erhalten. Ich bin mal gespannt, was wir mit dem Zeug alles machen können. Tim weiß das alles schon. Ich nicht. Und ihr auch nicht. Hoffe ich. Und wenn doch, ich will nichts davon hören. Da liegt ein Hase drin. Ja, aber. Jo. Reicht noch nicht, aber die Zeit ist knapp. Wir müssen beide jagen, wenn wir fertig werden wollen. Mhm. Ich habe Vertrauen in dich. Ich habe du auch welches. Mehr als eine Tierart jagen. Köder und Fallen kombinieren, um ein Tier zu jagen. Tierfleisch angesammelt. Jetzt müssen wir hier richtig dick jagen, wa? Geil. Ah,
Cool, cool, cool. Luftattentat auf Tiere, aha. Können wir im Prinzip, wenn wir hier Köder auslegen, Fetz! Das war ein Fehlschuss. Diesmal haben wir ihn gekriegt. Ich glaube, der hatte schon einen Pfeil. Na gut, der Pfeil ruiniert zwar das Feld, aber darum geht es gerade nicht. Hier ist Fleisch, hier ist Mark, hier ist Schwanz, hier ist Herz. Wir haben zwei Pfeile. Jo, wir haben beide Pfeile wieder gekriegt. Das ist ja cool. So, kommen wir jetzt mal hier irgendwie irgendwo hoch? So ein Luftattentat auf dem Boden. Vieh von ihm hätte ich auch noch getroffen. Hört sich gerade an wie ein Hase. Wieder mal. Oh, jede Menge sogar. Oh, lol, er kommt hier stumpf vor drei weglaufen. Sieht das aus mit Fallen? Können wir da einfach so Fallen auslegen? Wurfpfeil, aha. Komm, wir locken die jetzt einfach mal ein bisschen an hier. Oh, lol, da sind ja so viele. Das ist ja der Hammer. Oh, haben wir einen Fuchs erlegt? Oh, tatsächlich. Cool. Mhm. Köder, bla, haben wir. Ist noch ein Fuchs. Ist noch ein Fuchs? Mein Gott, hier wimmelt's aber jetzt gerade von Tieren. Nicht schlecht, Herr Specht. Wie sieht's aus mit Fallen? Nee, mal.
kombinieren wir das Ganze mal mit Ködern. Mal gucken. So. Müsste das ja eigentlich sich selbst erledigen, ne? Schauen wir mal, ich überziehe die Aufnahme ein bisschen. Der Fuchs gibt schon wieder hatten das. Da sind unsere Hirsche, die meinen, unsere Falle da belagern zu müssen. Hä? Ich wollte aber eigentlich eine Nix jagen da mit der Falle, Jungs und Mädels. So wird das aber keiner. Macht euch mal da weg. Pam, hab ich den jetzt erwischt oder nicht? Ne. Ich glaub, den haben wir zersägt, den Fall. Scheiße. Egal. Ich versuche jetzt mal Luftattentat irgendwie. Haha, das wird aber nur nichts, glaube ich. Oh ja. Klatsch, das haben wir schon mal geschafft. In unserer Falle, wo ist sie eigentlich? Müsste da nicht eigentlich? Wurde die nicht verzeichnet, die Falle? Hier sind aber auch Viecher unterwegs. Das ist ja Wahnsinn. Ohne Witz. Ja, ja, komm, stell dich nicht so an. Ich will nur hier hoch. Normalerweise so viele Viecher unterwegs sind, wage ich zu bezweifeln. Unser nächstes Luftattentat. Unser Dach geht ja ohne. Das war die Jagdeinlage in Let's Play Assassin's Creed 3. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich würde sagen, bis dahin.